Gemeinschaft in der Natur sein, Musik und vieles mehr macht ein Pfadfinderleben aus. Am Sonntag endete das Bundeslager der Pfadfinder in Immenhausen. Was ein Pfadi so alles dabei haben muss, erklärt Immenhausens Stammesführer. Wichtigstes ist natürlich unsere Kluft, das Hemd, das Bundeshemd und das Halstuch. Und wenn wir dann auf Fahrt gehen zum Beispiel, nehmen wir immer Koten mit. Das sind unsere Zelte, bestehen aus diesen Planen. Das sind insgesamt 4 Stück, die werden zusammengeknüpft und dann hochgezogen. Natürlich hat man auch immer einen Beil dabei, um Feuer zu machen und die Heringe dann einzuschlagen. Ein Topf darf natürlich auch nicht fehlen zum Kochen. Essen ist immer dabei. Ja. Höhepunkte gab es immer wieder. Ob es die schönen Lieder beim Singewettstreit waren oder die fantasievollen Darbietungen beim Abschlussabend. Da vermisst man doch eigentlich nichts. Nee, aber das Essen von meiner Mama. Die 17 Hektar große Zeltstadt ähnelte tatsächlich einer Stadt in der Stadt. Cafés, Post, Sanitätszelt oder Werkstatt waren nur einige Anlaufstellen für die Jugendlichen. Wir hatten hier unseren eigenen Laden, der eben für uns verschiedenste Produkte angeboten hat. Und so über den Ladentisch gegangen ist jetzt in den 10 Tagen 10 Tonnen Äpfel, 5 Tonnen Bananen und eben auch 25.000 Brötchen. Das vielleicht nur als Beispiel und um die Dimensionen deutlich zu machen, die das Lager hier hat. Ob das Bundeslager in 4 Jahren nochmals in Immenhausen ausgerichtet werden soll, wird aktuell diskutiert.